einen erheblichen Teil dieser Wähler mit verfestigten Rechtsradikalismus zu tun. Toni Hofreiter, der die Wähler von der AfD als Rechtsextreme bezeichnet hat, beklagt sich jetzt über eine zunehmende verbale Gewalt und teilweise auch körperliche Drohungen gegen ihn als Politiker und wirft der CSU in Bayern vor, das Programm des Kreml und von Wladimir Putin 1:1 umzusetzen. In den Papieren des Kreml steht, man solle die Grünen verächtlich machen. Kein Wort zur Politik der Grünen, dass die eine Mitverantwortung haben. Und Toni Hofreiter hat in einem einzigen Punkt recht. Dazu müsst ihr aber bis zum Ende schauen, denn wenn es gegen Kinder geht, dann bin ich auch auf einer ganz anderen Position zum Thema politischer Meinungskampf. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und zur Einstimmung für alle, die immer gerne vergessen, was Politiker in der Vergangenheit gesagt haben. Diese Aussage ist nach der Europawahl getroffen worden, am 11.06.2024, kurz vom Start der EM. Einen erheblichen Teil dieser Wähler mit verfestigten Rechtsradikalismus zu tun. Er beleidigt hier zumindest mal einen großen Teil der AfD-Wähler und wirft ihnen vor, etwas mit Rechtsradikalismus zu tun zu haben. Damals ist er schon deutlich zu weit gegangen. Ihr könnt euch das Video hier bei mir auf dem Kanal gerne anschauen, auch unten in der Videobeschreibung. Es hat über 200.000 Aufrufe damals bekommen und war für Toni sicher keine Werbung. Ich habe Herrn Hofreiter schon sehr oft gesehen. Und es geht jetzt teilweise gleich auch um seinen Sohn. Den habe ich auch schon gesehen, aber hört mal zu. Ich bin ja einer der wenigen Politiker, die fast jeder erkennt und die einfach ohne Personenschutz allein in der S-Bahn, im Zug und so weiter unterwegs bin. Und im Moment ist wieder so, dass ich fast nur positive Begegnungen habe. Aber wissen Sie, zur Zeit des Landtagswahlkampfs in Bayern, dass er fast nur positive Begegnungen hat. Ich habe Herrn Hofreiter auch schon gesehen und er fährt wirklich in Berlin mit einem Fahrrad ohne Personenschutz und ansonsten fährt er erste Klasse in der Deutschen Bahn. Und dass er in der ersten Klasse der Deutschen Bahn Leute findet, die seine Politik gut finden, wundert mich nicht im geringsten, denn die Leute, die seine Politik bezahlen müssen, können sich meistens noch nicht mal das zweite Klasse-Ticket für den ICE leisten, weil sie einfach völlig verrückt geworden sind. Und jetzt kommt die alte Leier vom Landtagswahlkampf. Ja, er packt die alten Kamellen aus. Es geht jetzt gegen seinen Sohn. Da hat er meine volle Zustimmung. Dennoch, die Kamelle ist ziemlich alt, die er hier bringt. Da gab es halt immer wieder, gerade von angetrunkenen Männern, die Ansage, Hofreiter, dir sagen wir's, du gehörst nicht zu Bayern. Und die Aussage ihres Ministerpräsidenten, die Grünen gehören nicht zu Bayern, hat meine Sicherheit, und zwar fast in ähnlichen Worten, wirklich gefährdet. Es war mehrmals spitz auf Knopf, dass ich gewaltsam angegriffen worden bin. Bis hierhin muss man sagen, Herr Hofreiter, das ist das, was Sie selbst gesät haben gegen die AfD bei jedes Mittelrecht. Auch körperliche Gewalt durch Ihre Freunde der Antifa wurde immer geduldet. Es wurde noch nicht mal öffentlich sich klar positioniert, wenn es wieder einen schweren Angriff gegen einen Vertreter der AfD gegeben hat. Aber im Europawahlkampf, kaum ist irgendjemand beim Plakateaufhängen ein bisschen gestört worden, gab es Sondersendungen, es gab sogar eine Sonderinnenministerkonferenz und sie wollten allen Ernstes, dass wenn man sie angreift, die Politiker, dass man dann höher bestraft wird, wie wenn man irgendwen anderes angreift. Sie wollten sich also vor dem Gesetz mal wieder besser stellen, als sie sind. Herr Hofreiter, diese Situationen müssen Sie aushalten, weil Sie auch Teil des Systems sind, das diese Probleme erst möglich gemacht hat und mit verursacht hat. Jetzt geht es allerdings einen Schritt unter die Gürtellinie. Und da muss ich sagen, stehe ich ganz auf der Seite von Herrn Hofreiter. Hätte ich mir quasi nie träumen lassen vorher, aber hört euch das an. Insbesondere, wenn ich mit meinem Burm unterwegs war. Das war nämlich diese Typen merken nicht, da konntest du schlechter werden, wenn du mit einem kleinen Burm unterwegs bist. Dass die Leute dann körperlich versucht haben, aggressiv zu werden. Jetzt bin ich relativ groß und kräftig. Und war's mit sowas einigermaßen umzugehen, aber schön ist es nicht. Und wissen Sie, wenn einem das gesagt wird, und wissen Sie, warum das besonders mich getroffen hat, weil ich bayerisch rede, dem muss man es besonders zwingen, dass er nicht dazu gehört, weil ich halt der Prototyp des bayerischen Grünen bin. Und wissen Sie, das geht einfach nicht. Und da habe ich die Erwartungshaltung an den Ministerpräsidenten,
den ich nicht gewählt habe, den ich auch nie wählen werde. Aber er ist gewählt, er ist demokratisch gewählt und er ist ein demokratischer Ministerpräsident. Dass er auch mein Ministerpräsident ist und nicht durch seine Aussagen meine Sicherheit und die von meinem Buben gefährdet. Und er hat vollkommen recht, dass es absolut inakzeptabel ist, wenn man Politiker verbal und auch körperlich angehen möchte, wenn sie in Begleitung ihrer Kinder sind. Das ist ein absolutes No-Go, das ist wirklich absolut unterirdisch. Und es kann uns völlig egal sein, ob der Sohn von Herrn Hofreiter die Politik von seinem Vater gut findet oder nicht. Ich habe das schon oft gesehen, Herrn Hofreiter mit seinem Kind im Ausschuss. Ich habe davon auch Fotos, die ich nicht veröffentlichen darf. Es gibt allerdings ein öffentliches, was ich euch zeigen kann. Das ist das hier. Das ist von 2022. Herr Hofreiters Sohn ist aktuell 3 Jahre alt. Es ist ein kleines Kind, es ist ein wirklich kleines Kind. Und dass es hier Leute gibt, die das ausnutzen, das ist widerwärtig und richtig asozial. Aber dass er sich jetzt dahinstellt und fordert, dass der Ministerpräsident auch sein Ministerpräsident sein muss. Oh, Herr Hofreiter, sind Ihre Grünen denn am Ende auch verantwortlich mit Ihrem Tun und Handeln für die vielen Leute, die die Ampel nicht gewählt haben? Für die Unionswähler fühlen sie sich ja noch mitverantwortlich, aber was die Wähler der AfD wollen oder ob deren Sicherheit hier bedroht ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Kein Herr Habeck, keine Frau Baerbock, niemand von ihrer Partei stellt sich öffentlich hin und kritisiert auch die tätlichen Angriffe auf die AfD. Sie wollen aber, dass sich ein Ministerpräsident schützend vor sie stellt, wo ich sagen muss, das haben Sie teilweise selbst zu verantworten. Überlegen Sie, was Sie gesagt haben, wie zum Beispiel, dass der Großteil der Wähler rechtsextrem ist. Dann was denken Sie, was Sie damit erreichen, Herr Hofreiter? Die Leute wenden sich noch mehr von Ihnen ab und entwickeln Hass, weil Sie über sie urteilen, ohne diese Menschen zu kennen. Machen wir andersrum genauso. Deswegen ist ja für mich die Grüne Partei die gefährlichste Partei in diesem Land, die eine ideologische Sekte wirklich gleichkommt. Sie könnte mit Scientology in einen Sack geschmissen werden, man würde den Unterschied kaum feststellen. Deswegen, ich würde die Grüne Partei am liebsten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verbieten lassen, eine Nachfolgeorganisation untersagen und alle Parteimitglieder daran hindern, im Namen der Grünen Partei weiter ihr Schindluder zu treiben. Sei es Proteste bei Castortransporten, sei es Proteste an Windrädern, es werden immer wieder Straftaten begangen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Dann verschleiern sie ihre Finanzen. Nochmal, die Grüne Partei in Berlin hat Probleme mit ihrer Rechnungslegung. Da sind dubiose Dienstleisterfirmen aus Osteuropa in der Parteizentrale der Grünen gemeldet. Mal sehen, wenn die Grünen nicht mehr an der Macht sind, was am Ende alles zum Vorschein kommt. Herr Hofreiter hat aber jetzt nicht nur den Punkt von mir, den mit seinem Sohn, da haben Sie vollkommen recht, das gehört sich absolut nicht. Aber jetzt kommt Hofreiter um die Ecke und macht genau das, was die anderen immer vorwerfen. Er beschuldigt jetzt die CSU und Herrn Söder würde das Kreml-Playbook einfach spielen. Hört euch das an. Am politischen Aschermittwoch, da wird halt auch einmal härter hingelangt. Was haben wir von den Grünen schon angehört? Was Sie hier gerade aufführen und was Herr Söder aufführt, das können Sie nachlesen in Papieren, die aus dem Kreml stammen. Und da heißt, die Hauptstrategie zum Umgang mit den Grünen ist, sie verächtlich machen und diffamieren. Und das ist das, was sie systematisch machen. Und damit folgen sie 1:1 der Kreml-Strategie. Und das ist in diesen gefährlichen Zeiten ein Problem. Frau Hamann, bitte. Ich finde es auch etwas hart zu sagen, dass es aus dem Kreml-Playbook. Ich würde aber sagen, ich finde es fragwürdig, wenn CDU und CSU die Grünen als schlimmer zeichnen als politischen Gegner als zum Beispiel die AfD. Ha! Sag gleich noch die Frau Ammann hinterher. Die Frau Ammann vom Spiegel, die eigene Journalisten in Stasi-Manier hat jagen lassen in der Corona-Zeit. Andersdenkende wollte man aus dem Verlagshaus drücken. Und man darf sie nicht faschistisch nennen. Herr Brandner hat dafür zigtausende Euro an Strafe bezahlt und wünscht, dass es irgendjemanden gibt, der Frau Ammann nachweisen kann und juristisch sagen darf, dass sie faschistische Züge hätte. Das ist eine wirklich heiße Kiste und ich kann nur sagen, Frau Ammann ist mit so vielen Personen anscheinend etwas näher gewesen in Berlin, dass man da aufpassen muss, dass sie nicht von dem einen oder anderen abhängig ist. Mehr möchte ich zu dieser Causa nicht sagen
ohne juristische Schritte von der Spiegeljournalistin hier befürchten zu müssen. Denn auf kleine Leute wie mich schießen sie dann mit allem, was sie haben, um überhaupt noch juristische Erfolge zu verbuchen. Aber Herr Hofreiter, er hat den einen Punkt, dass man ihn mit seinem Sohn wirklich in Ruhe lassen muss und ihm das Privatleben zugestehen muss. Bei allem anderen hat er eine Mitverantwortung, die er völlig leugnet. Es ging in der Sendung hauptsächlich um Schwarz-Grün auf Bundesebene. Das Thema Migration, das haben Sie wieder gekonnt umschifft und ausgelassen. Ich bin gespannt auf deine Meinung und für alle, die es nochmal sehen wollen, hier am 11.06.2024 hat der Hofreiter Folgendes gesagt. Eingestehen, da sind viele, die eine andere Republik wollen. Ja. Einen erheblichen Teil dieser Wähler mit verfestigten Rechtsradikalismus zu tun hat. Und das, glaube ich, braucht eine deutlich langfristigere Strategie, damit umzugehen, als wir nur zu vermuten, dass eine... Die langfristige Strategie, die Sie haben wollen, um gegen die AfD vorzugehen. Ich sage mal, die langfristige Strategie wäre, Politiker fangen wieder an zurückzutreten, Verantwortung für ihre Ämter zu übernehmen. Und es wird wieder Recht und Gesetz durchgesetzt in diesem Lande und zwar für alle gleich. Das heißt, sie gehen alle ins Gefängnis oder sie kriegen alle Bewährung. Kein Zwischendrin. Ich wäre dafür, dass wir die Bewährung abschaffen. Bewährung hat sich bisher nicht bewährt. Statt einer Bewährungsstrafe bei der ersten Verurteilung könnte man eine harte drakonische Geldstrafe ansetzen, inklusive Führerscheinentzug und so weiter. Das schöne volle Programm, die Leute richtig drangsalieren. Mir Jacke wie Hose, ob sie ihren Führerschein verlieren. Mir wurde der Führerschein auch abgenommen, obwohl ich beruflich darauf angewiesen war. Und dann habe ich danach eine andere berufliche Situation ausgeübt. So kommt es manchmal im Leben. Ich habe mich auch nicht an die Regeln gehalten und bin dafür gemaßregelt worden und sage heute, 10 Jahre danach, das war gut so und sie hätten noch härter sein können. Denn man muss als junger Mensch immer erstmal auf die Fresse fliegen, bevor man wieder aufstehen kann und was gelernt hat. Herr Hofreiter wird hier wohl noch öfters dann auf die Fresse fliegen. Er ist jetzt Ausschussvorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Und was soll ich euch sagen? Karlsruhe hat die Woche geurteilt, dass der AfD keine Ausschussvorsitze zustehen, dass man sie nicht zur Wahl zwingen kann, die Altparteien. Und damit muss man mal sagen, die Karlsruher Richter legen die Axt an unsere Demokratie. Dieses Urteil bedeutet im Umkehrschluss, wenn die AfD mit 51%, also mit absoluter Mehrheit in den Deutschen Bundestag gewählt werden würde, dürfte sie mit Deckung dieses Urteils alle Ausschussvorsitze selbst besetzen, inklusive das Präsidium nur mit eigenen Leuten besetzen. Und das wäre dann im Sinne der Karlsruher Richter. Da haben sie wohl nicht den Plan zu Ende gedacht. Aber so ist es immer. Minderheitenschutz wird inzwischen zerrieben. Es gilt nur noch das Wohl des Kollektivs. Solange es uns als Gesellschaft gut geht, ist es egal, ob es dir und mir schlecht geht. Das ist Sozialismus und Sozialismus tötet. Passt also auf, dass ihr diesen Rattenfänger nicht auf dem Leim geht. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Toni Hofreiter, Panzertoni genannt. Bald ist er ganz weg vom Fenster, wenn die Grünen dann wieder in der Opposition verschwinden, ist aus ihm nichts geworden. Und damit sage ich ciao, bis bald.